Die Kerzen sind jetzt alle gegossen und entsprechend rausgeholt aus den Formen. Hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das endlich alles geklappt hat. Jetzt geht's an den Brenntest. Wir haben heute den 25.03. und es ist jetzt ungefähr 19:30 Uhr. Und ich werde jetzt mal die Kerze anzünden und einfach mal dokumentieren, wie lange diese Kerze wohl brennt. Oh, wie schön, jetzt geht das Feuerzeug nicht. Ist das cool. Jetzt hat es. Jetzt brennt die Kerze. Also, Startschuss ist gegeben. Jetzt werde ich doch mal, wie gesagt, dokumentieren, wie lange diese Kerze brennt. Werde auch noch mal ausmessen, wie hoch diese ist. Die Kerze habe ich jetzt mal ausgemessen. Sie ist knappe 19 cm hoch und ungefähr 5 cm dick. Der Test, wie lange diese Kerze wohl brennen mag, ist jetzt abgeschlossen. Und zu meiner eigenen Überraschung komme ich auf ein Ergebnis von gut 31 Stunden. Wie du sehen kannst, entwickelt sich die Kerze jetzt zu einer kleinen Tropfsteinhöhle. Also aufpassen, nicht so wie ich es gemacht habe. Ich habe es hier schön runtertropfen lassen. Heißt für mich jetzt hier unten ein bisschen mehr aufräumen. Aber macht nichts. Dafür gibt es ja zum Beispiel dieses Seranfeld, Schaber, damit wird das sehr gut abgehen. Ansonsten wird es angelöst und dann geht es auch ab. Ja, 31 Stunden finde ich ist schon eine ganze Menge. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ab und zu hier drin sich so viel Wachs gesammelt hat, dass die Flamme nicht mehr so wirklich als Flamme, sondern eher ein Glimmen gewesen ist. Und immer dann, wenn ich ein bisschen Wachs abgelassen habe, dann kam natürlich die Flamme wieder richtig schön raus und die Kerze brannte genüsslich weiter runter. Aber ich denke mal so, ja, bestimmt zwischen 25 bis 30 Stunden wird so eine Kerze an Brenndauer haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was passiert mit den Resten dieser Kerze? Vielleicht fragst du es dich auch nicht, entschuldige. Immerhin hast du ja schon das ein oder andere Video von mir gesehen. Natürlich kommen die Reste dieser Kerze wieder in meinen großen Pott, werden wieder eingeschmolzen und zu neuen Wachssachen verarbeitet. Entweder wieder zu einer Kerze oder zu Mittelwänden für meine Bienen. Mal sehen, ich habe mich da noch nicht entschieden. Immerhin haben wir jetzt früher, kann sein, dass ich die Mittelwände mache, aber wie gesagt, alles ist möglich. Ich werde es einfach tun. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, genieße sie, mach das Beste draus und lass deiner Kreativität wie immer schön freien Lauf.